selbst nicht Spaß macht. Noch nicht, ich gebe das Zeichen. Warte. Das ist noch nicht so. Deine Ruhe ist schon weg. Hier ist das Erzgebirge. Hier sind 15.000 Menschen! Ja. Der Micha vom Buchladen auf der Grünhainer Straße hat gerade schon das erste Bier ausgegeben und Böttcher bestochen. Ja, was läuft? Gut bei dir, ja, Herr Rüttelwander. Ich habe ihn vorgesehen und das ist schon das zweite Mal gut. Entschuldige. Wenn ich das mal beschreiben darf, das ist ja ein bisschen wirklich wie bei der Buchlesung, als Helmut Schmidt oder Helmut Kohl mal hier gewesen sein. In den ersten 10 Reihen darf man sitzen. Ja. So ganz hinten muss man stehen, ungefähr 50 Meter. Aber könnt ihr uns hören da hinten? Alles gut? Ja. Ja, wir euch nicht, aber ist egal. So. Was machen wir? Ja, was Schönes. Ja. Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer von RSA, was hier los ist, als wir ankamen. Übrigens nicht ganz pünktlich. Nee. Könnt ihr uns verzeihen? Nein. Halber. Ja. Ich spielte gerade eine namhafte Band, eine preisgekrönte Band, nämlich Final Horizon. Ja. Sieger von einem großen Rockband-Wettbewerb des kleinen, feinen Radiosenders RSA. Richtig. Die waren hier auf der Bühne. Hey, hey. Von ihren Studioproduktionen haben sie heute zum ersten Mal live spielen und man muss sagen, die verstehen ihr Handwerk. Also, da kann man nicht glauben, das ist schon schön. Lieber Daniel Neumann, der du uns jetzt hörst, der du im Sendestudio die Wunschmusik-Sendung machst, wünschen wir uns jetzt Musik von Final Horizon im Radio. Spielt die mal. Ja, wir machen es hier live und ihr macht es in der Konserve. Das ist eben hübsch. In diesem Sinne, beste Grüße zurück und Edge, nur diejenigen, die jetzt hier sind, kriegen auch ihre Bierfibel signiert. Genau so. Jawohl. Wenn noch Schwarzenberger oder Lauterer uns hören sollte, der kann in der nächsten Stunde noch herkommen. Ja, kann er herkommen und das Schöne ist, gibt es wirklich noch ein Bier dazu. Nee, wirklich! Aber für einen guten Zweck? Kostet 1 Euro! Nee, das ist was? Mit Pfand! Wer sie kauft, da kostet es nichts. Da zahle ich den Euro. Ach was? Ja. Ansonsten kostet das Bier 1 Euro und wird gespendet für einen guten Zweck. So machen wir das. Für die Kinder. Jawohl, das ist wichtig. Da haben wir einen schönen Verein in Schwarzenberg. Ja. Das Geld geht 1:1 an die Bedürftigen. Das machen wir. Ja? Also, scheiß auf die Bücher, wir trinken Bier. Los, raus hier! Während die Fotoapparate in Stoppklar gemacht werden, wenn man noch Erinnerungsfoto macht, Michael, gehen wir wieder zurück ins Funkhaus mit besten Grüßen. Und dann freue ich Glück auf aus Schwarzenberg. 15.000 Menschen sollen wir sehen! So, das war unser Problem. Das ist jetzt alles. Das war jetzt alles. Das ist Staunen. Früher haben wir das Satelliten ins Weltall geschickt, damit man das übertragen kann. Jetzt mache ich hier einen Knopfdruck. Naja. Und dann mache ich hier. Wir machen ein Richtchen, nicht dass es verlöscht. Nee, so hier, guck mal. Kannst du nicht immer zu Hause bleiben, der stimmt, der Junge. Und jetzt? Du hast doch gar kein Netz hier. Das. Ich muss dir Brieftafel schicken, bitte. Das ist wie früher. Naja, freilich. Hier so? Naja, der freilich so, nicht so. Geht schon. Und dann geht es los. Ja, und der Funk, das ist eben schön. Ich bin ich mal gespannt. Das jetzt lege ich das hier hin. Dann schalten wir dann mal das Radio, dann hören wir uns im Radio. Hau, bin ich mal gespannt. So. So, ja, schön. Dann machen wir das mal. Ne? Wir würden dann. Das geschnellte Foto, ja. Du musst aber rumgehen. Du musst auf die Seite kommen. Ihr müsst erstmal, jetzt ein schönes Bild, wenn das Bier nicht ausscheiden. Das ist kein Problem. Ja, weil ich sehe so grün aus.